Okay, stark, Dankeschön. Also, wie Ja, gesagt, ich ich hoffe, bin mal dass du dir auch gerade. Zeit nimmst für deine Ewigkeit, ne? Ich hoffe, dass du dir auch Zeit nimmst für deine Ewigkeit. Ja, also ich versuche ein guter Mensch zu sein. Ich versuche, also ich Das glaube an bringt doch Gott, nichts, wenn du ein 100%. guter Mensch bist. Mit guter Mensch kannst du nicht ins Himmelreich gehen. Ja, aber das sagt jeder über seine Religion und deswegen, ich bin neutral erstmal. So. Ja gut, der So. Islam sagt, du musst dir das Himmelreich verdienen anhand von Werke. Jesus Christus macht genau das Gegenteil und sagt, ich habe alles für dich gemacht, mein Lieber. Komme zu mir, der du mühselig und beladen bist. Und ich will dir Ruhe schenken. Brauchst du Ruhe? Brauchst du Vergebung? Brauchst du Gott in deinem Leben? Musst du in Richtung Jesus Christus dich bewegen. Ist der Koran Teufelswerk oder was ist der Koran? Absolut, absolutes Teufelswerk. Der Koran ruft auf, in Sure 9, Vers 29, alle Menschen der Welt zu bekämpfen, Sure 9, Vers 5 und Sure 9, Vers 29, sie zu unterdrücken und von ihnen Jizya zu verlangen. Aber Ist das das machen das die Muslime gar nicht in Wort meinem Umfeld. Auch die Christen machen das nicht. Also keiner, der religiös ist in meinem Umfeld, unterdrückt mich oder so. Also. Ja, jetzt noch nicht. Das machen sie jetzt noch nicht, weil sie nicht die Stärke erreicht haben. Aber sobald sie die Stärke erreicht haben, sagt Allah in Sure 47, Vers 35, ruft nicht zum Frieden auf, wo ihr doch die Oberhand haben werdet. Sie sollen nur dann zum Frieden aufrufen, wenn sie in der Unterzahl sind. Aber sobald sie die Mehrheit gebildet haben in einem Staat, müssen sie die Nicht-Muslime vor die Wahl stellen. Das ist das Prinzip, wie Mohammed auch gehandelt hat. Siehst du, wie gefährlich der Islam ist? Also ich finde, jeder sollte die Religion respektieren von dem anderen. Ja, warum Ja, respektiert denn der Allah und man Mohammed sollte nicht die Religion kritisieren. der anderen? Ja, man sollte auf jeden Fall kritisieren, das ist okay. Ich kann sowieso dazu nichts sagen, weil ich habe kein Wissen. Du hast wahrscheinlich viel mehr Wissen, deswegen, ja, danke für deine Meinung. Ich muss mich halt noch selbst informieren darüber. Ich hoffe, dass du dich damit auseinandersetzt für alles, was ich dir gerade gesagt habe. Geh auf die Suche Mach an. Du wirst mir hundertprozentig recht geben, wenn du das nachschlägst, was ich dir alles gezeigt habe. Dann Ich wirst du werde es noch sagen, der lesen. Islam ist das Ich werde es auf jeden Gefährlichste, Fall was noch es gibt, lesen, ja. die größte Lüge, und Mohammed war niemals ein Prophet. Ja, ich weiß, ich habe mich halt ein bisschen über Jesus also mit Jesus befasst. Ich weiß, dass er im Koran auch erwähnt wird und er wird ja auch gar nicht so schlecht dargestellt. Also ich glaube, die Muslime sagen nur, er ist nicht Gott und die Christen sagen, er ist Gott. Die Juden Die sagen, Christen sagen, er ist Gott. Jesus Christus sagt selber, er ist Gott. Nicht die Christen. Er selber sagt von sich, er ist Gott. genau, das ist dieser eine Vers, wo Jesus sagt, der Vater und ich sind eins. Das meinst du, ne? Nein, nicht nur dieser Vers. Hast du die Bibel gerade zur Hand? Nein, habe ich nicht. Ich liege gerade gemütlich im Bett. Ja, schreib dir das auf. Offenbarung 21,7. Offenbarung 21,7, ja, das kann ich mir merken. Genau, Offenbarung 21,7. Da sagt der Jesus Christus selber: Ich werde euer Gott sein und ihr werdet meine Kinder sein. Er heuchelt, sagt einer. Woran heuchelt ich denn? Bitte? Da schreibt gerade einer im Chat, er heuchelt. Also, meint er mich oder dich? Leute, egal ob ihr jetzt rumheuchelt oder nicht, es geht Mit darum, was dass soll ich ich denn die Bibel über heucheln? den Herrn erzähle. Na, Mit es was geht soll ich denn darum. heucheln? So. Weil ich Ja, aber sage, dass ich keine Religion habe? du weißt ja nicht, was in der Vergangenheit hier abgegangen ist. Die kommen hier rein, schämen sich, dass sie Muslime sind, und dann auf einmal findet man heraus, dass sie nach und nach eigentlich Muslime Ach sind so, und so das meint Ganze er. leugnen. Ach so, nein, ich heuchle nicht. Wie gesagt, ich bin interessiert in jeder Religion. Ich bin hier nicht, um irgendeine Religion zu verteidigen. Ich mag deinen Darf Humor, ich ich fragen, mag aus deinen welchem Land du Content. kommst? Ich bin halb Türke, halb Deutsch. Okay. Aber meine Eltern sind auch keine Muslime. Ja. Wie gesagt, ich habe viele, also es ist auch sehr schwer in unserer Familie, vor allem von der türkischen Seite aus, wenn man sagt, man hat keine Religion. Das stimme ich dir schon zu, dass die Leute dann ein bisschen, Allergisch sind. also nicht beleidigend. Es gibt natürlich ein paar Leute, die sind beleidigend, aber das sind meistens die jüngeren Leute. Aber eigentlich in meiner Familie habe ich nicht so sehr Probleme, nur man wird halt ein bisschen so komisch schief angesehen. Das stimmt schon. Aber das gibt's auch von der anderen Seite aus. In der Kirche habe ich das auch schon erlebt. Ja. Also es gibt gute Menschen in jeder Religion, es gibt schlechte Menschen in jeder Religion, würde ich sagen. Ja, aber hast du schon mal gesehen, dass es so unzählige christliche Terrororganisationen gibt? Ich habe nicht eine einzige gesehen. Warum gibt es im Islam auf einmal unzählige davon, die im Namen Allahs am Morden sind bis zum Gehtnichtmehr, ne? TikTok-sportlich.
Naja, wenn man Israel anschaut, dann sieht man schon, dass die Christen und die Juden auch schlimme Werke machen können, so, ne? Also, Die Christen, die Juden. wenn man Israel gerade anschaut, was die so machen, also ich würde nicht sagen, dass nur die Muslime die schlimmen Menschen sind. Das habe ich ja nicht gesagt, aber du siehst ja, dass zum Beispiel der Islam, die Hamas hat ja in ihrem Charter den Ausspruch von Mohammed in Sahih Bukhari 29:26, der Tag des jüngsten Gerichts kommt nicht eher, bis ihr die Juden bekämpft. Und der Stein, hinter welchem sich ein Jude versteckt, wird sprechen: O Muslim, hinter mir versteckt sich ein Jude. Komm und verpasse ihm Nackentherapie. Verstehst du? Das ist einer der Charter im Hamas. Ich bin gegen Krieg komplett. Also Ja, also bist du gegen den Islam und gegen Mohammed. Also lass den Islam beiseite, ist nichts für dich. ja, das werden wir sehen, ja. Wie gesagt, ich werde den Koran noch lesen. Ich lese gerade die Bibel. Ah, super. Und ja, aber es ist halt sehr komisch, wenn ich Videos sehe, dass jemand sagt, es gibt alte Bibeln, wo ein paar Verse nicht drinstehen, die jetzt drinstehen. Und es gibt Korane, es gibt zwei Gruppierungen, glaube ich, beim Islam. Ich weiß nicht, wie die heißen. Und die einen sagen so, die anderen sagen so. Also jede Meinst du Religion hat Sunni irgendwie und seine Schia? Fehler. Sunniten und Schiiten? Genau, ja, Sunniten und Schia, genau. Und in dem Christentum gibt es ja die Katholiken und Protestanten. also wie gesagt, in jeder Religion gibt es irgendwie komische Gruppierungen, die was anderes sagen und die anderen sagen halt, nein, das stimmt nicht so. Es ist halt sehr Ja, okay, verwirrend, ne? aber du musst ja dann hören, was der sogenannte Religionsführer dann gesagt hat, ne? Das ist in dem Fall dann Jesus Christus, obwohl wir keine Religion haben, aber ich meine rein von dieser Logik her, ne? Wenn wir eine Religion hätten, dann müssen wir schauen, was der Religionsgründer sagt und nicht, was verschiedene Denominationen sagen. Ja. Ja, hast schon recht, hast schon recht. Kann ich nichts dazu sagen. Ich hoffe und bete Also für dich, ich. dass du eines Tages zum Herrn findest, weil du spielst gerade russisch Roulette, ne? Wenn du keine Entscheidung für den Herrn Jesus Christus getroffen hast, hier auf Erden, wirst du für alle Ewigkeiten verloren gehen. Ja, das sagt jede Religion. Das sagen die Muslime zu mir und du sagst das jetzt zu Ja, mir. aber beim Islam haben wir es ja herausgefunden, dass der Islam absolut nicht von Gott ist, sondern von einem Mann in die Welt gesetzt wurde, der seine Gelüste versucht zu erfüllen durch diese Religion. Ja. Was hältst du denn zum Beispiel von einem Religionsgründer, der sagt, wenn meine Augen auf dir deine Frau fällt, dann musst du dich scheiden lassen, damit ich sie punkten kann? Was ist das für ein Mensch für dich? Also in der heutigen Zeit wird das wahrscheinlich nicht mehr gehen. Ich weiß nicht, wie es früher war. Vielleicht war das früher so. Allgemein, ich gründe eine neue Religion und ich bekomme Anweisungen von meinem Gott, dass mir über 20 Privilegien gegeben wurde, die nur mir gegeben wurde und die keinem anderen gegeben wurde. Und wenn ich dich auf der Straße sehe, wie du mit deiner geliebten Frau Hand in Hand rumläufst, mit der du Kinder hast, die du über alles liebst, und meine Augen auf deine Frau fällt, musst du dich scheiden lassen, auch wenn du nicht willst. Was hältst du von mir? Das ist so schon sehr streng, ja. Was? Das ist sehr streng, auf jeden Fall. Es ist streng oder bin ich das allerletzte Schwein, was es auf der Erde gibt? Ja, ich will nicht beleidigen. Ja, aber du musst doch rein hypothetisch gesehen, musst du doch sagen, was in deinem Herzen abgeht, wenn ich komme und dir deine Frau wegnehme, deine geliebte Frau. Was ist das? Ja, es klingt schon sehr heftig. Das klingt natürlich krank. Ja, Und stell wie dir mal vor, gesagt. ich bekomme noch die göttliche Legitimation dazu. Das ist nicht nur so, als würde ich meine ekelhaften Triebe ausleben. Nein, ich krieg sogar noch von Gott die Erlaubnis, das zu tun, dir das anzutun. Das musst du dir geben. Also ich kann nur so sagen, von meiner Vaterseite aus, also von seiner Familie aus, er ist ja der Türke und meine Mutter ist deutsch. Und ich war auch einmal in der Türkei und ich habe halt mit denen so ein bisschen, ja, ein paar Tage zusammen verbracht. Und bis jetzt wirklich jeder Christ und jeder Moslem, der religiös war, war bis jetzt gut zu mir. Darum, Ja. ich weiß nicht, was für Erfahrungen du gemacht hast. Ich schaue halt nur ab und zu deine Streams, sind lustig Ja, und. ich hätte ja fast zweimal mein Leben verloren wegen der Religion des Friedens. Ja, okay, krass. Ja. Du siehst also, dass es auf der einen Seite Muslime gibt, die überhaupt gar keine Ahnung von ihrer Religion haben und einfach ihr Leben leben, genau wie du. Und dann gibt es Muslime, die ihre Religion ernst nehmen und die Worte von Mohammed in die Tat umsetzen. Und das ist gefährlich, verstehst du? Das ist das Gefährliche.
wenn Muslime ihre Religion ernst nehmen und dann vergiftet werden von diesem muslimischen Geist. Was meinst du, wie viele Eltern Angst haben, dass sich die Muslime mit dem Islam so richtig beschäftigen? Weil es könnte ja sein, dass sie auf einmal mit den ganzen Texten des Krieges konfrontiert werden und die Aussagen Mohammeds verinnerlichen und auf einmal aus ihnen voll die wahnsinnigen Menschen wird. Verstehst du? Mohammed hat ja gesagt, ich würde niemals, wenn es eine Einheit gäbe, die im Namen Allahs kämpft, würde ich immer dran teilnehmen. Und ich würde es lieben, für Allah zu sterben und wieder aufzuerstehen, wieder zu sterben, kämpfen, aufzuerstehen, wieder zu kämpfen, sterben, auferstehen. Was meinst du, wenn ein Muslim sowas liest? Was wird aus dem? Ja. Ja, frag dich das mal, das muss dich jeder Muslim fragen. Kommt halt auch drauf an, ne? In welchem Bezug das mit dem Kämpfen gemeint ist. So. Ja, er sagt ja, eine Kriegseinheit für die Leute, die gerade Krieg führen. Ich würde an jedem Dings teilnehmen, an jedem Feldzug. Ich glaube, Moses und Noah, ich weiß nicht, wie es bei Jesus ist, aber ich glaube, Moses und Noah haben ja auch Krieg geführt gegen die Ungläubigen. Ja, aber die Aussage, dass der Mohammed das liebt, Krieg zu führen und zu sterben, Menschen zu erledigen, wieder auferstehen zum Leben, wieder zu kämpfen, sterben, auferstehen. Was ist das für eine Aussage, Mann? Hat Moses sowas gesagt? Hat Noah sowas gesagt? Hat Samuel sowas gesagt? Nein. Weiß ich nicht. Ich habe nur gehört, also so über die Propheten ein bisschen, dass die halt gegen die Ungläubigen gekämpft haben. Nein, der Herr hat ihnen natürlich verschiedene, wie sagt man, Befehle gegeben und sie mussten das auch ausführen. Aber diese Lust am Morden und am Kämpfen und sowas, das siehst du nur bei Mohammed. Warum sind denn so viele Milliarden Leute so vom Islam überzeugt? Das verstehe ich halt nicht so. Die sind alle gehirngewaschen, die haben alle gar keine Ahnung vom Islam. Die setzen sich doch nicht auseinander mit dem Islam. Die breite Masse weiß doch, dass das alle Schafe sind. Die breite Masse weiß doch, dass die keine Ahnung haben. Es ist doch immer die kleine Minderheit, die über die Mehrheit regiert. Immer schon so gewesen. Ich muss mal ganz kurz tanken, ja? Ja, ja. Mach ruhig. Warum glauben mir so viele Leute, dass ich euch verarsche? Ich sprich Türkisch. Ja, frag mich was. Irgendwas auf Türkisch. Ben Türkçe konuşuyorum. So, reicht das? Aber mein Türkisch ist nicht perfekt oder so. Mein Deutsch ist auf jeden Fall besser als mein Türkisch. Ja, Ekmek ist gut. Auf welcher Seite in der Bibel bist du? Nicht viel, nicht viel. Ich schaue mir auch mehr Videos an. Und wie gesagt, ich habe halt vor ein paar Tagen ein Video gesehen, das war auch auf TikTok, wo der eine halt gesagt hat, dass in der alten Bibel manche Versen nicht vorhanden sind, die heute vorhanden sind. Deswegen bin ich auch hier und wollte die Frage eigentlich stellen, aber ja, es wird ein längeres Gespräch draus. So. Also was machst du eigentlich? Bist du LKW-Fahrer oder? Nee, ich bin Mossad-Agent und arbeite für den Staatsschutz. Ah, stark. Nein, Mann. Es sieht so aus, als würdest du LKW fahren. Ja, ich bin aber Flugzeug am Fliegen, deswegen Helikopter. Ach so. Pass auf, bau keinen Unfall. Gut gestellt, aber Amir ist mit der beste Fahrer. Alles von TC gelernt. Nee, ernsthaft? Wirklich? Fährst du LKW? Was? Fährst du LKW? Nein, ich fahre kein LKW. Doch, sag doch, komm, sei ehrlich. Der LKW ist das nicht, das ist Sprinter ist das. Sprinter, achso. Also lieferst du Sachen aus, oder wie? Nein, ich bin Shisha-Bar-Besitzer und habe sehr viel Tabak gelernt. Danke, Gott segne dich schon. Okay, ich verstehe, du willst nicht sagen, was du machst. Ja, okay. Siehst du, Cosinus hat es gezeigt. Der Cosinus hat gesagt, ich bin gerade Air Force One am Fliegen. Der Cosinus. Cosinus hat Air Force One gesendet. Captain Dr. Shehrawami, stehen zu Ihren Diensten. Setzen Sie sich hin, schneiden Sie sich an, wir fliegen jetzt los. Auf geht's.
Pilot. So. Also du siehst also, dass Mohammed überhaupt kein Vorbild ist für mich. Also ich lehne ihn als Vorbild, als Propheten alles ab. Und habe das schon damals erkannt, als ich mich auseinandergesetzt habe mit dem Islam. Ne? Was für ein Mensch das ist. Merk dir das, was ich dir gerade sage. Sure 64, Vers 17. Heißt es, wer Allah ein gutes Darlehen gibt, dem wird er auch wird er etwas Gutes im Himmelreich geben. Wenn du dir dazu den Tafsil durchliest von Al-Qurtubi oder von Ibn Kathir, dann siehst du, wie der auf einmal, der Mohammed, den Abu Darda so belabert hat, und er hatte sehr viel Land. Da hat er gesagt, möchtest du Allah ein Darlehen geben, also dein Land verkaufen, damit du dir einen Platz im Himmel reservierst? Da hat er gesagt, ja klar, der hat dem Mohammed natürlich vertraut. Und da hat er seine ganze Länderei verkauft für einen Platz im Himmel. Stell dir mal vor, ich komme zu dir und sage, du hast eine richtig coole Villa mit fette, sagen wir schnell, mit so Feld und Pferde und alles mögliche, und sage zu dir, hier, Bro, willst du einen Platz im Himmelreich? Dann sagst du mir, ja klar will ich einen Platz im Himmelreich. Dann sage ich zu dir, ja, gib mir mal dein ganzes Haus, dein Vermögen, und ich werde bei Gott für dich eine Fürsprache einlegen, damit du einen Platz im Himmelreich bekommst. Was würdest du von mir denken? Keine Ahnung. Du würdest sagen, ich wäre ein Betrüger, richtig? Weißt du nicht, keine Ahnung. Da weißt du auf einmal nicht, ne? Da wärst du bereit, auf einmal dein Hab und Gut zu geben, wenn jemand sagt, ich werde dir das Himmelreich schon dafür versprechen. Dir ist das Himmelreich versprochen. Ich möchte hier nicht schlecht über den Christentum oder über den Islam reden. Ich wollte eigentlich nur eine Frage stellen. Was hat das mit schlecht über den Islam zu tun? Es geht doch rein um dein Herz, was es in dem Moment fühlt und denkt. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, möchtest du einen Platz im Himmelreich haben? Und du sagst, ja klar möchte ich einen Platz im Himmelreich haben. Dann sagt er, ja, aber du musst mir dein gesamtes Haus, dein Hab und Gut geben, und ich werde dir einen Platz im Himmelreich bei Gott für dich einlegen. Was würdest du von mir denken, wenn ich sowas sage? Wenn du ein Prophet wärst, würde ich dir glauben. So. Ach so, stell dir mal vor, ich würde so tun, als wäre ich ein Prophet. Ja, keine Ahnung. Also, es gab natürlich, ich glaube, es gab viele Leute, die sich als Propheten ausgegeben haben. Ja, das war und leider Mohammed so. Mohammed war einer davon, genau. Mohammed war einer davon. Ja. Kann sein, weiß ich nicht. Also, kann ja keiner wissen, so, ne? Kann sein, weiß ich nicht. Was ist das denn bitte? Du musst doch, mir kommt das so vor, als versuchst du den Islam zu verteidigen. Nein, ich sage ja her, ich möchte, also ich rede nicht ohne Wissen. Ich bin, ja, aber rein hypothetisch gesehen, ich habe doch nur eine hypothetische Geschichte erzählt. Wenn ich zu dir käme und dir gesagt hätte, ich gebe dir einen Platz im Himmel, und dafür musst du mir aber dein gesamtes Hab und Gut geben. Kennst du noch Enkeltrick? Enkeltrick-Betrüger. Ja, natürlich wäre das schon sus, würde ich mal sagen. So. Ja, genau. Diese Enkeltrick-Betrüger ist nichts anderes, würde, was du voranpreist bist. Ne? Ja, würde kein Prophet machen, glaube ich. Sowas sagen. Ja, aber du siehst, dass der Mohammed das gesagt hat. Der hat Abu Ardada das ganze Land weggenommen, einen seiner Sahabis. Und hat ihn dafür das Himmelreich versprochen. So Ablassbrief. Kennst du, wie die katholische Kirche das damals getan hat? Gib uns dein Haus, dein Hab und dein Gut, und du kriegst einen Platz im Himmel. Das ist Betrug, ist das. Ja, kann sein. Nicht kann sein, das ist so. Du brauchst dich nicht selbst zu belügen. Ich belüge mich nicht selbst. Ich habe den Koran nicht gelesen. So. Das hat doch nichts mit Koran zu lesen zu tun. Das hat etwas damit zu tun, dass dein Herz die Wahrheit sagen muss, wenn du so eine Geschichte liest. Also wenn die Geschichte wirklich so ist, wenn jemand sagen würde, gib mir dein Geld, gib mir dein Gold oder sonst was. Und dein Besitz, deine Reichtümer, gib mal her und du kriegst einen Platz im Himmel. Ja, das würdest du den Menschen vertrauen, wenn jemand zu dir kommt? Nein, nein, wenn die Worte wirklich so waren, dann nicht. Aha, siehst du, da würdest du schon sagen, hey, ich glaube, das ist ein Betrüger. Ist das, und der wirklich will an unser Geld ran, ne? Ist das wirklich im Koran so? Ja, Sure 64, Vers 17, Tafsir ibn Kathir oder auch Al-Qurtubi. Sie legen das dann aus und erklären die Geschichte. Okay. Guck ich mal. Absolut gut. Krank, ne? Sure was? Sure 64, Vers 17. Okay. Wie lange warst du eigentlich Muslim? Mein ganzes Leben lang. Nur irgendwann mal habe ich mich damit beschäftigt. So wie alle anderen Muslime auch. Sie lebten halt in dieser Jahiliya-Zeit, vor islamischer Unwissenheit. Und dann eines Tages, wo der Verstand dann einsetzt und man sich Gedanken macht um seine Ewigkeit, dann geht's natürlich los. Nein, nicht nur 74, Vers 17. Hört auf, Natalia, bitte sowas nicht hier reinschreiben. Du musst zuhören. Sure 64, Vers 17. Nicht falsche Sachen hier reinschreiben.
Sorry, Zone 64 bei 17. Was hast du gerade gesagt? Was für eine Zeit? Ich habe das nicht verstanden. Jahiliya, das nennt man vorislamische Unwissenheit. Jahiliya. Ach so, okay. Ja, das kann man auch auf diese heutige Zeit übertragen. Ja. Ja, ich screenshot das mal, Moment. Ja, Sure 64, Vers 17. Okay. Ja, lese ich mal später. Im Moment liege ich gerade am Bett. So. Ja, was würdest du denn von einem Gott erhalten, der zum Beispiel von dir sagt, ich gebe dir das Himmelreich, aber du musst für mich töten und getötet werden? Was würdest du von so einem Gott denken? Du musst töten, um ins Himmel zu kommen. Ja. Ja, das wäre kein guter Gott für mich. Das wäre kein Gott für mich. Alles klar, dann ist der Islam für dich gar nichts. Sure 9, Vers 111. Krass, also es ist wirklich so gewalttätig. So. Ja, du kannst es ja selber lesen, Sure 9, Vers 111. Allah hat von den Gläubigen das Paradies erkauft, damit sie für Allahs Sache kämpfen und so sollen sie töten und getötet werden. Also das muss jeder Muslim machen. Um sicher ins Himmelreich zu kommen, genau. Alle anderen müssen zittern. Weil Allah in Sure 66, Vers 8 sagt, vielleicht werde ich ihnen ihre Sünden vergeben. Vielleicht. Allah ist nicht sicher. Deswegen sagt jeder Muslim, Inshallah, ich weiß nicht, ob ich gerettet bin. Inshallah. Ja. Kannst du mit Inshallah leben? Ich weiß nicht. Bis zu deinem Lebensende zittern? Selbst wenn du im hohen Alter bist, weißt du nicht, ob du errettet bist. Du musst die ganze Zeit zittern. Ist das lebendiger Glaube? Ist das Hoffnung? Ist das Liebe? Ist das die Liebe Gottes? Also wenn das wirklich so drinsteht, wie du sagst, dann ist das auf jeden Fall nicht meine Religion. Also, siehst du, also ist der Islam heute schon mal für dich Geschichte. Und jetzt hast du am Ende des Tunnels, des Weges, Licht. Der Herr Jesus Christus, denn er sagt in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nimmermehr in der Finsternis wandeln. Du befindest dich gerade noch in der Finsternis. Deswegen solltest du so schnell wie möglich aus der Finsternis raus und zum Licht, zum Herrn Jesus Christus. Weil er in Johannes 14, Vers 6 sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand hier auf Erden kommt zum Vater als nur durch mich. Er ist die Tür. Er ist das Brot des Lebens. Er ist die Quelle des Wassers des Lebens. Wer von dem trinkt, was Jesus Christus ihm gibt, dem wird nimmermehr dürsten. Das kannst du jeden Einzelnen fragen, der sich für Jesus Christus hier entschieden hat. Wie wundervoll der Herr Jesus Christus ist. Du brauchst dich weder für den Herrn Jesus Christus zu schämen, noch in Jesus Christus hast du natürlich das beste Vorbild aller Zeiten, den ewigen Gott gefunden und deine Seele in Sicherheit gebracht. Ist das nicht wundervoll? Ja. Hat Jesus mal Krieg geführt so? Oder hat er mal Menschen getötet? Nein. Noch nie. Eine einzige Seele. Krass. Der Herr Jesus Christus sagte, wer zum Schwert greift, wird umkommen durch das Schwert. Pack das Schwert ein. Ja. Keine Ahnung. Also meine Eltern sind als komplett. Als die Begebenheit Jesus Christus verhaften wollten, die Soldaten, die römischen Soldaten, hat der einer der Jünger des Herrn Jesus Christus, hat er mit einem Schwert das Ohr des Söldners abgehoben, also abgeschnitten. Und der Herr Jesus Christus hat nicht zu dem Jünger gesagt, ja genau, mach die platt, befreit mich und so. Nein, der hat gesagt, lass ab davon. Wer zum Schwert umgreift, wird umkommen durch das Schwert. Du siehst also absolute Gewaltlosigkeit. Weißt du, was der Herr Jesus Christus getan hat mit den Leuten, die ihn gerade verhaften wollen und ihn umbringen? Der hat die Hand an dem Ohr des Söldners gehalten und hat sein Ohr geheilt. Guck mal, ich krieg Gänsehaut am ganzen Körper, wie wundervoll der Herr Jesus Christus ist. Während Mohammed in Sure 80 einen blinden Mann wegschickt und sagt, was habe ich mit dir zu tun, geh mal weg, der ihn was fragen wollte über den Islam, siehst du, wenn ein Blinder zum Herrn Jesus Christus kommt und ihm sein Augenlicht wiedergibt. Willst du meinen Herrn Jesus Christus mit Mohammed vergleichen? Das ist unglaublich. Das ist ein Unterschied zwischen Himmel und Hölle. Wem würdest du eher folgen? Demjenigen, der Menschen, dem Blinden, das Augenlicht zurückgibt oder Menschen mit heißen Nägeln die Augen rausholt? Das hat der Prophet gemacht, der Mohammed? Das hat Mohammed gemacht. Mit Nägeln die Augen rausgeholt? Der hat heiße Nägel machen lassen
und hat das in die Augen der Menschen gesteckt und rausgeholt. Fuck. Was? Wirklich? Ja. Ja, natürlich. Soll ich dir das zeigen? Ja, bitte. Also für mich sind das alles Propheten so. Es kann doch nicht sein, dass sie sowas machen. Ich habe auch gedacht, dass er sowas nicht machen kann. Aber er kann sowas machen. So darf ich nicht sagen, der Prophet Jesus, tut mir leid, sorry, falls ich damit jemanden verletzt habe. Sunan an-Nasai, Hadith 4024. Sunan an-Nasai, Hadith 4024. Das ist einer von vielen. Welche Sure im Koran? Nein, das ist ein Hadith, ist das. Ein authentischer Hadith. Hadith, ja, habe ich auch mal gehört. Ja. Aber das ist basierend auf der Sure 5, Vers 33. Ich weiß nicht, also gar keine Ahnung, wo man das nachschaut. Keine Ahnung, kein Wissen darüber. Ich schaue mir auch manchmal Videos an. Weiteren Hadith haben wir in Sahih al-Bukhari 6802. Mohammed hat von Menschen die Hände und Füße wechselseitig hier so und hat mit heißen Nägeln Augen so und hat sie in die Wüste geschmissen. Was ist das? Also diese Hadith eigentlich? Also ich habe das mal gehört, ich habe mal Videos von Abu Bara geschaut, der ist lustig. Ja, ich genau. Hadithe sind Aussprüche von Mohammed, die seine Sahaba da aufgeschrieben haben und die ihm zugeschrieben werden. Also Sahih Bukhari und Sahih Muslim werden so als das authentischste Werk neben dem Koran gesehen. Also wenn du dich entscheidest für den Islam und ein sunnitischer Muslim wirst, dann musst du das auch akzeptieren. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan an-Nasai, Ibn Majah, At-Tirmidhi und Sunan Abu Dawud. Ich muss gerade lachen, Das sind die sechs kanonischen sunnitischen Bücher, anerkannten, authentischen Bücher. Weißt du, woher ich Abu Bara kenne? Das war, glaube ich, von dir früher. Du hast mal, so lustige Videos über ihn gemacht gehabt auf YouTube. Kannst du dich noch dran erinnern? Ja, da habe ich einige Male auf ihn reagiert, ne? Ja, fand ich lustig. Ja, wie gesagt, du siehst also, mein Lieber. Ich bin im Moment noch neutral. Also, ja, wie gesagt, das war eigentlich nur eine einzige Frage vorhin. Das mit der Bibel. Das war, glaube ich, auch ein Christ, der das Video gemacht hatte, aber ich habe seinen Namen leider nicht gespeichert. Ja, vielleicht finde ich es nochmal und dann kann ich nochmal genauere Infos dazu geben. Aber wie gesagt, ich habe gar kein Wissen. Du kannst mir jetzt Sachen erzählen und dies und das und es hört sich echt alles krass an. Aber meine Eltern haben mir nie was beigebracht über Religion. Ich bin gerade so erst so selbst dazu zu kommen, so mich darüber ein bisschen zu informieren. Ich weiß auch nicht, warum die Leute denken, dass ich da lüge, so. Keine Ahnung. Ja, wegen der Vergangenheit habe ich dir doch gerade eben erklärt, dass Muslime hier reinkommen und einfach ihren Glauben verleugnen und sagen, dass sie Atheisten wären oder Christen wären oder was auch immer und dann lügen sie. Und dann finde ich im Nachhinein durch das Gespräch heraus, dass das einfach nur Muslime sind. Ach so. Okay, ja, also wie gesagt, bei mir stimmt alles. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall bei der Erfindung nach der Wahrheit. Darf ich eigentlich nicht sagen, ich bete für jemanden, wenn ich keine Religion habe? Du hast ja vorhin das kritisiert, dass ich gesagt habe, ich bete für dich, obwohl ich keine Religion habe. Darf man das nicht?
Doch, aber das meine ich auch gar nicht mit Religion. Aber ich dachte, wer ist denn dieser Gott, zu dem du betest? Ach so, das meinst du. Okay. Ja. Ja. Also für mich ist Gott einfach, der uns erschaffen hat. Dass jeder gute Mensch und jeder schlechte Mensch zur Rechenschaft gezogen wird. Für mich ist das immer mit Gott. Ja, aber hat dieser Gott einen Namen oder hat er dich einfach hier auf der Erde gelassen und hat gesagt, ich bin einfach Gott? Oder wie? Warte, ich krieg einen Anruf. Ja. So, Dille. Okay. Ich habe gerade Anruf von Staatsschutz bekommen. Von Mossad, again. Von Mossad aus Israel. Die haben gesagt, Ami, oh, Salam an hier. Ich muss aber langsam raus, ich muss später arbeiten, ich habe Spätschicht. Okay, alles klar, ich wünsche dir alles Gute, wenn der Jesus Christus dich segnen und sich nicht zu sich zieht. Dankeschön, ich wünsche dir auch alles Gute, einen schönen Tag, Bruder. Ciao. 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 So, ja, wieder Anruf gehabt, ja, ja. Ja, man weiß nicht, ob der jetzt Muslim ist oder nicht, aber der hat sich schon so ein bisschen angehört, als wäre er so doch eventuell auf der Suche, so ein bisschen unsicher, ne? Aber mir ist ein Schneefahrgeld. Ja. Nein. Dr. Scherer, aber mir ist weder ein Agent noch irgendein Staatsschutzbeauftragter oder sowas. Dr. Schere Abu Amir ist einfach nur ein normaler Bürger, der sich einfach traut, ihr seinen Mund aufzumachen in der Öffentlichkeit und seine Meinung kundzutun. Und ist ihm egal, was für Konsequenzen auf ihn zukommen. So ist das. Dr. John hat es bestätigt. Da habt ihr, siehst du, Dr. John hat es bestätigt. Seht ihr? Ah, er ist Moslem, weil er Bart hat, genau. Alle, die Bart haben, sind Muslime. Alle. Alle. Alle, die 6 Meter Bärte haben, sind alles Muslime. Aber es ist schon echt heftig, ne? Dass der Mohammed, ne, die Augen von so Menschen da rausholt. Und das ist unglaublich. Was für ein Vorbild. Na, da wundert man sich, warum der Islamische Staat genau solche Gräueltaten dann vollzieht, ne? Vollübt. Ausübt, genau. Es gibt da so ein heftiges Video vom Islamischen Staat, wie sie auf die grausamste Art und Weise die Menschen so am Foltern sind und sie erledigen, ne? Da gab es eine Szene dann, wo die Muslime, also die Muslime des Islamischen Staates, ein Mann an Händen und Füßen so befestigt haben an Panzer und die Panzer sind in entgegengesetzter Richtung gefahren. Was meinst du, woher haben diese Muslime des Islamischen Staates ihre Aktionen her? Waren sie das einfach nur, weil sie krank in der Birne sind oder haben sie es doch von jemandem gelernt bekommen, der sowas Ähnliches getan hat? Was meint ihr? Gibt es jemanden bei den Muslimen, ihr Vorbild, der sowas Ähnliches getan hat? Nicht Baghdadi, das ist der Mohammed selber. Der Mohammed, der Gründer des Islams. Er hat eine über 80 Jahre alte Frau um Kilfa. Hat er an 2 Seilen binden lassen. An Kamelen, ja genau. An Pferde oder Kamele, da ist man sich unsicher.
was es war. Und dann haben die alte Frau in zwei Hälften zerrissen. Die war die Stammesführerin eines Dorfes. Und sie hat dann die volle Härte des Islams zu spüren bekommen. Merkt euch den Namen, Umm Kirfa. Da steht in der ältesten Biografie von Mohammed die Geschichte, als er dieses Dorf überfallen hat. Und die Frau war Stammesführerin. Und daher kam dieser berühmte Satz, eine Nation, die von einer Frau geführt wird, wird niemals erfolgreich sein. Das war Mohammeds Aussage in Bezug auf diese Frau, Umm Kirfa. Eine 80-jährige alte Frau. Und zu unserem Erstaunen stellen wir wieder fest, dass Mohammed die schönste Frau, nämlich die Tochter von dieser Umm Kirfa, für sich wieder mitgenommen hat. Und diese Tochter von Umm Kirfa musste dann mit dem Mörder ihrer Familie dann... Ihr könnt euch dann vorstellen, was das dann war. Unglaublich. Und das soll der beste Mensch sein, der je gelebt hat. Der beste Mensch aller Zeiten. Ist das der beste Mensch aller Zeiten? Beste Mensch aller Zeiten. Dr. John hat es bestätigt. Den kriegen wir nicht mehr weg, ne? Dieses Dr. John hat es bestätigt, ne? Ja, das ist so krass. Einfach nur. Ich komme jetzt sofort wieder. Gott segne euch, ihr Wundervollen. Lasst den Kleinen in Ruhe. Ihr kleinen Banausen, ihr. Oh. Lasst den Kleinen Kacke in Ruhe. Tierisch bester Freund, ja, ehrlich. Der ist wenigstens. Ja. Ich komme sofort wieder. So, was ist hier los? Warum werden denn die ganzen Kommentare immer ausgeblendet? Ich verstehe das nicht. Wer eine Bibel braucht oder will, auf meiner Seite ist der Link. Okay. Ja, einige Stichworte sind jetzt so eingestellt, dass sie dann auch gesperrt werden. Heftig. Komisch.
don't know. Löwe. Löwe, genau, der Löwe. Wild Animals TV. Das wird mit Stichwort, ne? Raro, Löwe, und dann kommt Wild Animals TV. Ja. Möge Allah dich recht leiten, Bruder. Nein, ein Schienbein kann niemanden recht leiten, das weißt du. Was, dein Schienbein? Ein Schienbein kann niemanden recht leiten. Zwei rechte Hände kann niemanden recht leiten. Bruder, mein Gott ist kein Schienbein. Ein Gott ist der Herrscher der Welt, der König, der Größte. Ja, wie kann ein Schienbein denn der Herrscher der Welt sein? Wer ist dein Schienbein? Erklär mal. Mein Schienbein? Ja. Mein Schienbein ist mein Schienbein, aber mein Gott ist Geist. Was, Geist oder Jesus? Ja, mein Gott ist Geist. Vater, ja, Sohn, Heiliger Geist. Du hast drei Götter, Digga. Du hast drei Götter. Nein, mach mal auf. Du hast 30 verschiedene Götter. Du hast 30 verschiedene Götter. Dein Gott wurde versklavt und gekreuzigt. Was ist das für ein Gott? Gott hat sich auch angekündigt. Dein Gott wurde von einer Ziege fertig gemacht. Was ist das? Was? Was redest du? Ist das nicht grausam, dass du zugeben musst, dass dein Gott von einer Ziege kaputt gemacht wurde? Bruder, ich bin Moslem. Ich bin Moslem, Alhamdulillah. Ich bin kein Buddhist oder. Ich weiß nicht, von welcher Religion du redest. Ich würde verstehen, wenn Armeen Allah fertig waren, aber eine Ziege. Hä? Was für Ziege? Ja, eine Ziege hat Allah kaputt gemacht. Erzähl mal dein unwissendes Wissen. Erzähl mal. Ja, Sunan ibn Majah, Hadith 1944. Der Hadith wurde als Hassan eingestuft. Okay, warte, Gegenfrage. Warum? Warum erlaubt dein Gott, Säuglinge zu töten? Warum erlaubt dein Gott, Säuglinge zu töten? Was ist das für ein Gott? Warum erlaubt denn dein Gott, Säuglinge zu töten? Nein, nein, antworte erst mal. Was ist das für ein kranker Gott? Der hat das doch auch getan. Was ist das für ein kranker Gott? Hat dann Allah die Flut gebracht, damit die gesamte Menschheit ausgelöscht wird? Waren da drunter alte Frauen? Stimmt nicht. Weiter. Nächste Frage stimmt nicht. Unser Prophet hat früher mit den Juden und den Christen zusammengelebt. Stimmt nicht. Allah hat also die Sintflut gebracht. Stimmt nicht. Habt ihr gesehen? Das sind Muslime. Atheisten. Komisch. Sie sind manchmal Atheisten. Komisch, dass mein Prophet früher mit Juden und Christen zusammengelebt hat. Merkt ihr das? Komisch. Wo ist Jesus? Wo ist Jesus? Warum deckt er den Teufel nicht auf, den wir folgen? Komisch. Wo ist Jesus? Also laut deiner Religion in Sura 3, Vers 55 ist Jesus im Himmel. Ja, und deiner wurde verflucht angeblich am Kreuz. Ja. Nee, meiner wurde nicht verflucht. Meiner hat den Fluch auf sich genommen. Dein Gott heißt Allah und Allah im Hebräischen mit einem L bedeutet der Fluch. Guck mal, Digga. Digga, dein Gott wird verflucht. Dein Gott wird gekreuzigt. Was versuchst du hier gegen mich zu starten? Verstehst du das nicht, dass okay, du mich mit dir reden kannst? Ich frage dich ganz normal. Sobald ich frage dich du ganz normal. Sagst, ich halte nur den Spiegel davor. Ganz normal. Beruhig dich mal. Unwissenheit. Beruhig dich nur den Spiegel davor. Ich frage dich. Gib mir eine Antwort, okay? Ich frage dich. Erlaubt dein Gott, Säuglinge und Frauen zu töten? Ja, warum erlaubt dein Gott Säuglinge zu töten? Nein, antworte doch erstmal. Dann antworte du, dann antworte ich. Allah hat es doch genauso getan. Raffst du das nicht? Nein, erstmal antworte drauf. In der Bibel steht, Jesus hat es erlaubt. Komisch. Wie Jesus hat erlaubt? Im Alten Testament steht doch sowas, oder nicht? Ja, das steht doch. Du hast doch wahrscheinlich alle Bibel gelesen. Dass Gott sein Urteil auf verschiedene Völker setzt. Wie gehst du damit um, dass Allah zum Beispiel also die Flut gebracht hat und darunter Babys waren? Ah, die Säuglinge konnten was dafür, für das Volk. Die Säuglinge konnten was dafür, dass sie von Allah überflutet wurden. Ah, stimmt. Die Säuglinge konnten was dafür. Sehr gut. Als Allah die Flut gebracht hat, was waren denn da drunter? Oder such dir lieber einen Gott, der nicht versklavt wurde. Such dir einen Gott, der nicht krank wurde. Der nur am Reden ist. Der will nur reden. Merkt ihr das? Wie ein Atheist. Sie sind manchmal Atheisten, greifen auf einmal die Bibel an. Aber wenn man denen sagt, dass der Gott selber Frauen und Kinder umlegen hat lassen, dann sagen die auf einmal, nee, das stimmt nicht. Das ist nicht so.
krank sind die Leute. Ja, sie sind manchmal Atheisten, manchmal Muslime, vielleicht auch mal Buddhisten, also von allem etwas. Ja, nochmal für alle. Wenn Gott sein Urteil auf verschiedene Völker setzt oder spricht, dann müssen wir auch beachten, was haben diese Völker getan? Haben sie selber Kinder geopfert? Haben sie selber schlimme Dinge getan? Hat Gott mit ihnen Geduld gehabt? Was ist denn der Kontext der Geschichte? Oder ist Gott einfach so jemand, der einfach irgendwas macht? Das ist Quatsch, das ist doch völliger Unsinn. Aber im Islam sehen wir auf einmal, dass der Gott des Islams einen kleinen unschuldigen Jungen umbringen lässt, wegen Vermutungen, Leute. Wegen Vermutungen. Sure 18, Vers 74. Bruder, danke, dass du mich nochmal hochgenommen hast. Ja. Hi, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Hi, Gott segne dich und deine Familie. Ich habe auch eine hitzige Diskussion eben gehabt mit so einem Moslem, mit so einer Sternchen oder wie die auch heißt da. Und ich weiß nicht, ob du die kennst. Die ist so geistig verwirrt. Die ist so geistig verwirrt. Arme Kind, ey. Arme Seele. Die wollte die ganze Zeit wissen. Ganz geistig verwirrt, diese Arme. Ja, ganz geistig verwirrt. Ja, ja. Und der Typ, der da drin war, lässt er mich vorlesen, 1. Samuel oder so, genau wie der hier vorhin. Wo 1. Samuel 15,3. Ich kenne das. Genau, 1. Samuel genau, 15,3. Genau. Töte vom Rinde bis zum Schafe, vom Kleinkind bis zum Säugling, alles. Ja. So ist das. Wenn Gott sein Urteil spricht auf verschiedene Völker, dann müssen wir beachten, was ist dort geschehen, was ist passiert, sofort. Wir haben ja das Internet zur Verfügung. Wir können ja studieren, wir können ja herausfinden, was ist dort passiert. Ja, genau. Aber die lesen es in einem komplett falschen Kontext, dass sie sagen, ja, Gott erlaubt Kinder umzubringen. Das stimmt doch gar nicht, ja. Ja, aber der Allah hat doch auch erlaubt, Kinder umzubringen durch Mohammed. Ja, aber echt? Aber das wollen die nicht sehen, ja? Das lesen die nicht. Also, ja. Du siehst also, dass die eigentlich Atheisten sind, die ihren eigenen Gott selbst hassen. Merkst du das? Ja, na klar. Was steht denn im Hadith bei denen drin? Der Einzige, von dem sie Angst haben, ist der Könige der Könige. Wer ist der Könige der Könige? Jesus Christus. Jesus Christus. Amen. So sieht's aus. Gericht halten über Mohammed und die gesamte Menschheit. Und er wird sie da hinschmeißen, wo Mohammed und Allah hinkommen, in Offenbarung 20,10. Das Tier und der falsche Prophet, die sie verführt haben, werden gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit im Feuersee landen. Amen, amen. Die zittern vor diesem Namen, ja. Und Gott hat mir jetzt die Antwort von Jesus Christus. Gott hat mir die Antwort durch dich gegeben. Amen, Halleluja. Ich wollte die ganze Zeit schreiben, aber dann bin ich hier reinkommen, da war die Diskussion schon dieses Thema, ja. Ja, wenn die Muslime zu euch kommen und sagen, ja, der Gott der Bibel ist ungerecht, der tötet einfach Kinder, dann kannst du dem sagen, dein Gott selber hat die Sintflut gebracht. Waren darunter nur normale Menschen oder Menschen, die schlimme Dinge getan haben? Nein, darunter waren Frauen, Kinder, Säuglinge, alles. Was haben denn diese Säuglinge getan? Ja. Also, dann fang erstmal bei deinem Gott an, dann kannst du zu Gott der Bibel kommen. Aber ehrlich, aber wenn du das dann so sagst, dann sagen die, ja, beantworte mir doch erstmal deine Frage. Ja, beantworte du doch die Frage. Warum stellst du mir denn die Frage, wenn dein Gott dasselbe macht? So ist das, ganz genau, so ist das. Der Allah selber prüft doch die Geschichte und sagt, ja, ich hab die Sintflut gebracht. Ich habe Noah und seine Familie als einzige überleben lassen. Und in den Hadithen steht da 21a, da wo der Mohammed zum Morden aufruft, ne? Ja. Und was macht Jesus? Jesus sagt, leg das Schwert weg. Das ist der Unterschied zwischen Himmel und Hölle. So sieht's aus. Okay, mein Bruder, Gott segne dich. Gott segne dich, mein Lieber. Mach's gut. Willst du es nochmal versuchen, Wild Animal TV? Kannst du dich beruhigen und normal reden oder willst du einfach drauf losreden? Okay, Bruder, lass normal reden, komm. Ja, ich merke, du kannst einfach nicht normal reden. Du lässt ja auch niemanden ausreden. Nein, das ist du beleidigst meinen Propheten, das ist das Problem. Aber du beleidigst doch selber deinen Propheten mit deinem Verhalten. Mach ich nicht. Ja doch. Nein, wo habe ich ihn beleidigt? Ja doch. Ja, du beleidigst ihn mit deinem Verhalten, indem du den Gott der Bibel angreifst, obwohl er sagt, ich glaube an den Gott, der die Tora herabgesandt hat und den, der es offenbart hat. Also was ist denn los mit dir? Ja, also an Gott, aber nicht an Jesus. Das war ja nicht Jesus. Aber Jesus ist doch Gott. Wer hat aus dem Dornbusch gesprochen? Für dich.
Wo sagt Jesus einmal, ich bin Gott? Wo sagt Jesus einmal, ich bin Gott? Offenbarung 21,7. Ist gefälscht, wurde korrigiert. Wir wissen, jeder hier weiß, guck mal, jeder Christ hier weiß. Ist gefälscht, wurde korrigiert, das war's, das ist die Antwort. Ja, so, der Islam wurde verfälscht. Warum kam der Koran denn? Mit dem habt ihr euch zufrieden zu geben, ist gefälscht. Also alles ist gefälscht. Warum kam der Koran denn? Sobald es nicht mehr passt, ist alles gefälscht, seht ihr das? Ja, aber warum kam der Koran denn? Der Koran kam, um Mohammeds Begierden zu stillen. Also ein Mann, der nicht lesen und schreiben konnte, konnte so ein Buch verfassen, also ja. Soll ich dir beweisen, dass er lesen und schreiben kann? Hä? Soll ich dir beweisen, dass er lesen und schreiben kann? Danach, aber nicht am Anfang, als der Koran, als Jibril. Ich wollte die ganze Zeit lesen und schreiben. Nein. Als Jibril a.s. zu ihm kam, ihn besuchte in der Höhle, konnte er nicht lesen und schreiben. Informier er konnte richtig. Lesen und schreiben die ganze Zeit, er erzählt nicht so Blödsinn. Informier dich richtig. Ich bin am PC, Bruder, ich habe sogar Google hat mehr Wissen als du. Sogar Google hat mehr Wissen als du. Der Koran sagt, dass er ein Analphabet war bis zum Ende und auf einmal sehen wir, dass die Hadithe dem widersprechen und er trotzdem lesen Koran und schreiben konnte. Koran geht über Hadithe. Und welche Hadithe? Ich dachte, die Hadithe bestätigt den Koran. Ja, sag mir ein Hadith, der widerspricht. Bitte was? Sag mir ein Hadith, der dagegen widerspricht, aber bitte von Bukhari oder Muslim. Der widerspricht, was soll er widersprechen? Dass Mohammed kein Analphabet war am Anfang, der dagegen widerspricht. Beweis das mir. Du siehst, du kennst ja den Hadith von Bukhari, als der in seinem Sterbebett lag. Weißt du, die Himmelsfahrt, weißt du, was da passiert ist? Du warst ja früher Muslim, ne? Ja, er ist auf dem Rücken von Burak mit so einem fliegenden Einhorn in den siebten Himmel geflogen. Warum machst du dich darüber lustig? Machst du dich über Gott lustig? Hab ich gelacht? Jesus hat doch Blinde geheilt. Weil es gibt Wunder, ja? Propheten haben Wunder gemacht. Ja, warum hat denn dein Mohammed nicht Blinde geheilt? Hä? Jeder Prophet hat andere Wunder. Okay, was war das Wunder von deinem Propheten? Der Koran, die Himmelsfahrt, genug. Der Koran ist das Wunder? Ein Mensch, der nicht lesen und schreiben konnte, kann so ein Buch verfassen, willst du mir sagen? Also so ein lächerliches Buch? Sollen wir mal gucken, wie lächerlich das ist? Es ist nicht lächerlich. Nicht beleidigen. Okay, ein Gott. Nicht beleidigen. Hallo. Mein Lieber, ein Gott, der sagt, dass Frauen sterben, die Namen ist nicht lächerlich? Bevor wir normal reden, nicht beleidigen. Das waren deine Worte, okay, normal reden. Ich sage dir, warum ich sage lächerlich. Du kannst kritisieren. Ich sage dir, warum ich sage lächerlich. Nein. Wenn du mich nur ausreden lässt. Ich will nicht zuhören, dann gehst du. Ich sage dir, warum ich sage lächerlich. Ich erkläre dir. Genau lächerlich, aber ich sag's nicht. Okay, dann lass mich dir erklären, dann kannst du erklären, warum lächerlich. Okay, dann sag, fang an. Okay. Dein Gott sagt in Sure 86, Vers 6 bis 7, dass die Frauen Spermien haben, das in ihren Rippen sitzt. Ist das wahr oder ist das lächerlich? Warum ist das lächerlich? Hast du studiert? Hast du nachgeschaut? Also du glaubst, dass Frauen Spermien haben? Hä? Du glaubst... Nochmal. Sag nicht nochmal. Du glaubst, dass Frauen Spermien haben? Sag mir mal die Koranverse, schau nach. Dann kann ich besser drauf antworten. Sure 86, Vers 6 bis 7, Tafsir ibn Kathir. Gib mir kurz einen Augenblick, ich bin am PC, schau nach. Also du sagst, also da steht, Frauen haben Spermien. Und das ja, der Tafsir erklärt das dann. Sure 86, Vers? 6 bis 7. Also für mich steht er gar nicht mit Frauen und nichts mit Spermien. Ich weiß nicht, welche Sure du meinst. Okay, lies uns mal vor. Lies uns mal vor. Sure 86. Da steht bei mir einfach nur, guck mal, das ist Vers 4. Vers 4. Es gibt keine Seele, über der nicht ein Hüter eingesetzt ist. So soll der Mensch doch hinsehen, worauf er erschaffen ist. Er ist aus sich ergießendem Wasser erschaffen, das zwischen der Lende und der weiblichen Brust hervorkommt. Wo steht da Spermien? Weiblichen Brust! Wo steht der Spermie? Erklär's mir! Welches ist denn das Wasser, was zum Leben erweckt? Das ist doch die Spermien! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ach, weißt du, woraus der Mensch erschaffen wurde? Weißt du, woraus der Mensch erschaffen wurde? Aus einem sprudelnden Wasser. Was ist dieses Wasser?
Also Gott hat uns mit Spermien erschaffen. Das ist deine Logik. Lies mal, was ist diese Spule in der Wasser? Erklär mal. Antworte. Deine Logik ist, Gott hat uns mit Spermien erschaffen. Wie hat denn deine Mutter und dein Vater nicht bekommen? Haben die miteinander Poker gespielt oder was? Einmal, weil es so schön ist. Du bist so krank, ne? Du bist so krank. Bruder, du bist krank. Bruder, du bist krank. Wie kannst du sagen, dass Gott uns mit Spermien erschaffen hat? Also Jesus hat die Menschen mit Spermien erschaffen. In deinen Augen. Ist das ein Pfannetyp? Bruder, hör mir doch zu. Gott hat uns nicht mit Spermien erschaffen. Gott hat uns aus Erde geformt. Da kannst du nur lachen. Ey, wie Pfanne bist du eigentlich, okay, Mann? Deine Frage, okay, ich habe jetzt geantwortet, jetzt kommt meine Frage. Warum erlaubt Jesus... Das war deine Antwort, ich lache über deine Antwort, das ist doch keine Antwort. Ja, die Frage war falsch von dir, da steht nichts mit Spermien. Okay, wenn ich also lüge, heißt das, dass ich ein Idiot bin und keine Ahnung vom Islam habe. Ja, ich kann nicht dafür, dass du ein IQ von 50 hast und das nicht verstehst. Okay, ich verstehe das nicht. Schlag mal den Tafsir von Ibn Kathir auf, mal gucken, was der dazu sagt. Mach ich, aber erst antworte auf meine Frage. Erstmal schlägst du das auf. Nein, hallo. Du hast erstmal gesagt, schlägst du das auf, damit wir alle lachen. Nein. Erstmal will ich lachen. Ich will auch lachen. Erstmal schlägst du auf, damit wir alle lachen über deinen Gott. Warum erlaubt Gott, Säuglinge zu töten? In deinen Augen. Okay, erstmal schlägst du das auf, danach gehen wir zu Säuglingen. Eins immer nach dem anderen. Wechsel nicht das Thema. Koran ist vor meinen Augen. Koran ist vor meinen Augen. Da steht nichts mit Spermien. Mein Lieber, öffne den Tafsir von Ibn Kathir. Schäm dich nicht, komm. Hab ich nicht, tut mir leid. Kann ich nicht. Aber hast du Internet zum Tippen, ne? Ja, aber Internet, ja. Tafsir, ja. Finde ich nicht. Gibt's nicht. Tut doch, ich sage dir, kein Problem, Dr. Sheikh Abu Amir hilft dir, kein Problem. Okay, hilf mir. Wir wollen alle über deinen Gott lachen, über diesen Gott, der sagt, dass Frauen Spermien haben. Im Koran steht nichts von Spermien, Bruder. Hast du gerade eben gehört, das sprudelnde Wasser, aus das der Mensch erschaffen wurde? Ja, aber Gott erschafft doch keine Menschen mit Spermien, du bist doch krank, Bruder. Was befindet sich denn zwischen den Lenden des Mannes? Bruder, du bist doch krank, Gott hat doch die Menschen nicht mit Spermien erschaffen. Er sagt, ich bin krank, guck dir doch mal an, er sagt, ich bin krank, und er sagt zu seinem eigenen Propheten, dass er krank ist, weil er sagt das selber, schreib dir das auf, Sunan an-Nasai, Hadith 200, der Grad des Hadith ist 200, ist Sahih. Korrekt, authentisch. Dein Prophet hat gesagt, the messenger of Allah said, a man's water is thick and white, and a woman's water is thin and yellow, whichever of them comes first. Bruder, hör mal zu. Bruder, hör mal zu. Hör auf zu lachen, rede normal. Dein Prophet sagt, dass die Frauen Spermien haben, das dünn und gelb ist, und dass die Spermien des Mannes dick und weiß sind. Und welches auch immer zuerst kommt, dem wird das Kind ähneln. Nimm diese Aussage deines falschen Propheten, geh mal zu einem Biologen und erklär ihm das mal. Wenn Gott das gesagt hat, wenn das wirklich so im Tafsir stimmt, dann stimmt das. Ganz einfach, okay? Jetzt meine Frage. Seht ihr, auf einmal sagt er, ja, dann stimmt das. Weil er ja, dann stimmt das. Aber im Koran steht das nicht so. Aber wenn es im Tafsir so steht, okay, dann der stimmt's. Der Koran sagt es doch eindeutig und der Tafsir bestätigt mich doch. Okay, Bruder, jetzt meine Frage. Erstmal machst du den Tafsir für uns auf. Okay, ich will zum Christentum konvertieren. Okay? Jetzt gerade, obwohl du das Internet hast, nicht den Tafsir aufzuschlagen. Ich will zum Christentum konvertieren, okay? Du willst nicht zum Christentum, aber ich kann nicht. Guck mal, du schämst dich, die Frage zu beantworten. Du schämst dich auch. Dann haben wir ein Thema abgearbeitet oder du gehst raus. Ja, okay, ich geb's zu. Das stimmt. Jetzt meine Frage. Darf ich fragen? Was stimmt? Wenn Allah sagt, die Frau hat gelbe Spermien, dann stimmt das. Seht ihr, hab ich euch das gesagt, weil er selber den Tafsir kennt. Was für eine Heuchlerbande. Das ist der Gott des Islams. Eine einzige Katastrophe, der sagt, dass Frauen Spermien haben, das dünn und gelb ist. Schaut euch diesen Blödsinn an. Im 21. Jahrhundert, wer sich für den Islam entscheidet, der hat sein Gehirn in das Bein von Allah reingekracht. Das wollte ich nur hören. Habt ihr gesehen? Habt ihr das gesehen? Wie er auf einmal verzweifelt gesagt hat, ja okay, die Wissenschaft sagt, nein, die Frauen haben keine Spermien.
das hier zwischen den Rippen von der Frau sitzt und wer auch immer zuerst kommt, dem wird das Kind ähneln, weil das ist ja eine falsche Aussage. Mohammed hat ja bewiesen, dass er ein falscher Prophet ist. Und deswegen sagen sie, wir glauben den Koran mehr als den Wissenschaftlern. Und das war's. Wer sich für den Islam entscheidet, der hat sich entschieden, bewusst in die Hölle zu fahren. So ist das. Eindeutig. Wenn Allah das sagt, habt ihr das gehört? Wenn Allah das sagt, Wild Animal. Ich bin gestorben. Danke, dass du uns eine Freude bereitet hast. Ich hätte dich drinnen gelassen, wenn du den Tafsir noch gelesen hättest. Ich hätte dich noch... Bist du bereit, den Tafsir noch zu lesen für uns? Wild Animal. Wild Animal, ich hol dich wieder rein, wenn du den Tafsir für uns liest. Ist das ein Angebot? Das sind also diese Wunder im Islam, ne? Guck mal, was dein Ali Dauer sagt mit 900.000 Abonnenten. Schau dir das an. Schau dir das an, was Ali Dauer sagt. The scientific, repeat it again, very carefully. The scientific miracles argument in the Quran is debunked. Aha. Die wissenschaftlichen Wunder, wo viele Hunderttausende von Nicht-Muslimen zum Islam konvertiert sind und sich haben täuschen lassen von dem Islam, sagt einer der größten apologetischen Kanäle der Muslime, sagt, alle wissenschaftlichen Wunder im Koran wurden widerlegt. Wurden widerlegt. Das war's. Muslime selber vernichten den Islam. Heftig. Was für eine Blamage. Und da haben wir diesen gehirngewaschenen Deutschen, der hier auf TikTok sein Unwesen treibt. Dieser deutsche Muslim, oder was, der so aussieht wie der Sohn von Capital Bra, der sagt, Mashallah, Leute, konvertiert zum Islam. Guck mal, was der Koran für wissenschaftliche Wunder hervorgebracht hat. Ein Betrüger, genau wie die anderen, die ihn betrogen haben und der in den Islam eingetaucht ist, aufgrund der wissenschaftlichen Wunder, die nicht existieren. Arme, arme Seelen. Arme, arme Seelen. Habt ihr euch täuschen lassen von dem Teufel? Habt ihr euch täuschen lassen von dem Teufel? Habt ihr euch täuschen lassen von dem Teufel? Hört nochmal, hä? Guck mal. The scientific argument, seven miracles of the Quran, is debunked. And we as Muslims, guess what? It doesn't bother us to believe. So we see the argument of seven miracles debunked. It is debunked. Guck mal, wie doof der Ali Dawa ist. Habt ihr einen Gehirnloseren wie den gesehen? Das heißt, wenn Allah Fehler gemacht hat bezüglich der wissenschaftlichen Wunder, dann kann man den Koran ja in die Mülltonne schmeißen. Weil Allah wollte ja prüfen, dass er Gott ist. Deswegen hat er ja diese wissenschaftlichen Wunder im Koran reingepackt. So dumm in der Birne. Sie haben ihr Gehirn in Allahs Bein reingetan. Mehr ist das nicht. Wer hat Angst vor Allah? Wer hat Angst vor dieser Religion? Sie können nur mit Gewalt die Leute zum Islam zwingen. Gewalt und Täuschung. Islam without lies dies. Islam ohne Lügen stirbt morgens tot. Gott sei Dank haben wir die Wahrheit herausgefunden. Das Internet ist eine Waffe gegen den Islam. Damals wäre das ja noch undenkbar gewesen. Du müsstest also die ganzen Bücher alle durchgehen, aber die übersetzen alles und stellen es ins Internet. So heftig ist das Ganze. Und jeder kann sich bedienen. Keiner hat eine Ausrede am Tag des jüngsten Gerichts. Keiner von euch. Ihr habt alle von Gott einen Verstand bekommen und ihr hättet ihn einsetzen können. Ihr werdet alle für eure Taten bezahlen. Für alles, was ihr getan habt. Dass ihr den Sohn Gottes verworfen habt, der stellvertretend für euch bezahlt hat. Wild Animals, willst du uns vorlesen den Tafsir? Dann kommst du hoch. Wild Animals. Ja, mach ich. Okay, alles klar. Da komm rein. Ich hab vor mir, beruhig dich, okay?
Was? Ich habe den Tafsir vor mir, beruhig dich. Okay. Auf Deutsch, nicht auf Englisch. Nein, so. Bitte, schlag mal bitte auf alim.org. Ich hab den vor mir. Ich lese jetzt vor, okay? Dieser Mensch ist von einer herausfließenden Flüssigkeit, die von dem Mann und der Frau herauskommt. Es sind Ergüsse, die durch den Geschlechtsverkehr zustande kommen. Und kaum... Stopp! Nein, warte, ich lese fertig. Man kann nicht mitten im Satz kommen. Hast du mich gerade an deinem Lügner bezittet, so als ich gesagt habe, dass ich die sperren werde? Ja, ja, ich lese weiter. Habt ihr das gesehen, Leute? TikTok-sportlich, ich lese weiter, okay, mein Freund? So. Hast du gesehen, wie ich dich auseinandergenommen habe? Du lässt dich mal einen Menschen ausreden. Du lässt dich mal einen Menschen ausreden. Wie peinlich bist du? Lass doch mal ausreden. Willst du mir sagen, dass ich gelogen habe? Guck mal, du liest einen Koranvers bis zur Mitte und sagst, du verstehst den? Lass mich doch ausreden. Habe ich gerade eben gelogen, als ich gesagt habe, das sind Spermien, wo du gesagt hast, Armin, du bist ja voll der Idiot, du bist voll dumm. Hallo, da steht nichts von Spermien, da stehen Flüssigkeiten. Da stehen Flüssigkeiten, nichts mit Spermien. Hast du mal mit einer Frau Geschlechtsverkehr gehabt? Bist du Jungfrau? Raus. Der liest den Tafsir noch gerade vor und sagt mir, das sind nicht Spermien. Wie krank! Mein Gehirn explodiert gleich. Er hat es gerade noch gelesen und sagt, nein, kein Spermien. Habt ihr was Bekloppteres als das gerade gehört? Ich kann nicht mehr, das steht mir bis hier oben. Versteht ihr jetzt, warum ich so Wut bekomme auf den Islam, was der Islam mit den Köpfen der Muslime angestellt hat? Wie unfähig sind meine ehemaligen Glaubensgeschwister, die Wahrheit zu erkennen? Traurig und wütend zugleich. Kennt ihr das? Trauer und Wut? Und dann, wenn ich hier bin und ihnen die Wahrheit sage, machen sie mich noch an und wollen mir noch Nackentherapie verpassen. Schaut euch das bitte an. Das kannst du keinem erzählen, was hier abgeht. Das kannst du keinem erzählen. Er liest es gerade für uns vor und sagt, nee, das ist nicht Sperma. Aus einem Akt zwischen Mann und Frau. Was passiert da? Spielen die miteinander auf einmal Poker in dem Akt? Wallahi, ich mach Diss-Track gegen euch. Wallahi. Wenn ihr mich noch einmal Salakrist nennt. Wallahi, ich mach Diss-Track gegen euch. Wallahi. Ich mach Diss-Track gegen euch. Gegen alle. Aber ohne Beat. Ja. Bist du erwachsen? Diskutier doch mal normal, ohne Lachen und ohne Kicken. Ganz normal. Aber du hast es doch gerade gelesen und dann sagst du nein. Du hast mich nicht mal auslesen lassen. Ergüsse. Bruder, was sind für dich Ergüsse? Antworte mir, was sind für dich Ergüsse? Haben Frauen keine Ergüsse? Ja, frag mich, was Ergüsse sind. Guck dir das mal an, ein erwachsener Mann. Also es gibt nur Spermien, die Ergüsse sind. Es gibt keine anderen Ergüsse. Das ist deine Aussage. Ey, komm raus mit dir. Soll ich anpissen oder was? Bist du krank in der Birne? Es geht um den Akt zwischen Mann und Frau. Gibt es noch andere Ergüsse, sagt er. Oh!
Oh, Herr Jesus Christus, was ist hier bloß los? Was ist denn hier los? Red Bull! Red Bull! Das kannst du keinem erzählen! Es gibt doch nicht nur einen Ergüss, es gibt mehrere Ergüsse! Pinkeln die sich an oder was? Wie kann man das ohne Lachen aushalten? Sag es mir. Wie kann man das ohne Lachen aushalten? Sauna aufgüsse. Ja, die sind in der Sauna und dann kommen Aufgüsse, Ergüsse. Aufgüsse und Ergüsse. Man nennt das doch nicht umsonst Samenerguss. Mein Lieber, du bist doch ein Erwachsener, Mann. Du hast doch zwei Gehirnzellen. Zwei Gehirnzellen reicht doch aus, um eine vernünftige Diskussion zu führen. Das kannst du keinem erzählen. Was erzählst du da, Mann? Ja, der schämt sich gerade für sein Koran. Er muss mit ansehen, dass Allah Unsinn erzählt. Eindeutig Unsinn und das durch die Ausleger des Korans. Wie Ibn Kathir al-Qurtubi al-Tabari al-Jalalain. Und Mohammed sagt selber, hört euch das bitte an, Leute. What does it mean? Sure 86, 6 bis 7 erklärt ganz selbstsicher, der Mensch wurde aus einer herausschießenden Flüssigkeit erschaffen, die zwischen Lenden und Rippen herauskommt. Wie kommt der Koran wohl zu einer derart erstaunlichen Behauptung? Wie? Zuerst müssen wir uns wohl überlegen, was sich denn überhaupt zwischen Lenden und Rippen befindet. Dort sind die beiden Nieren gelagert. Nieren? Der Koran meint also offensichtlich, dass die Samenflüssigkeit des Mannes in den Nieren gebildet werde. Schon die alten Griechen wussten, dass der Urin in den Nieren gebildet wird und nahmen fälschlicherweise an, dass die Samenflüssigkeit, die ja letztlich durch den gleichen... Der Galen, von dem Mohammed das kopiert hat zu den damaligen Zeiten, griechischer Philosoph und Arzt und alles, der hat das ja in seinem Buch, in seinem Werk aufgeschrieben gehabt. Und das war ja weit verbreitet in der arabischen Welt. Mohammed hat einfach den wissenschaftlichen Stand kopiert, in seinen Koran aufgepackt und niemand hat ihn in Frage gestellt. Alle haben das akzeptiert, okay, alles gut. Aber im 21. Jahrhundert fliegt die ganze Sache ja total auf. Das ist das Problem, was wir haben. Ihr Muslime, ihr schwimmt in Groß der Gefahr, Mann. Kanal aus dem Körper austritt, ebenfalls von dort stammt. Das ist aber ganz offensichtlich falsch. Der männliche Same stammt ja, wie man erst viel später herausgefunden hat, in den Hoden. Aus den Hoden. Oh, was Allah da sagt! 22, 12 bis 14 beschreibt die Entstehung eines Kindes im Mutterleib. Und wahrlich, wir erschufen den Menschen aus reinstem Ton. Dann setzten wir ihn als Samentropfen an eine sichere Stätte. Dann machten wir den Tropfen zu einem Blutklumpen und den Blutklumpen zu einer Leibesfrucht und formten die Leibesfrucht zu Knochen und bekleideten die Knochen mit Fleisch. Völliger Blödsinn, die Stadien, wie ein Mensch sich entwickelt. Völliger Quatsch, was der Koran da behauptet. Leider ist an dieser Beschreibung gar nichts wissenschaftlich. Als erstes ist kein Mensch aus einem Samentropfen entstanden. Ein Tropfen besteht aus Millionen von Samen, wovon die meisten absterben und nur eine einzige Zelle lebt. Der entscheidende Faktor ist dabei das weibliche Ei. Davon weiß der Koran offensichtlich gar nichts, obwohl... Der Allah sagt, dass die Frauen Spermien haben und dass der Mann Spermien hat. Wer auch immer zuerst kommt, das wird dann mit der Erlaubnis Allahs zu einem Kind. Entweder Mann oder Frau, entweder Mädchen oder Junge. Schaut euch diesen Müll an! Tafsir ibn Kathir.
Das kann jeder von euch selber machen. Sure 86, Vers 6 bis 7. Darfst du Ibn Kathir. Und nicht nur Ibn Kathir. Also die, fast alle Ausleger des Koran sagen dasselbe. Hier, die Überschrift. Die Art und Weise, wie der Mensch erschaffen wurde, ist ein Beweis dafür, dass Allah ihn zu sich zurückbringen wird. Pass mal auf. Er wird aus hervorsprudelndem Wasser erschaffen. Das heißt, die sexuelle Flüssigkeit, die aus dem Mann und der Frau hervorkommt. Seht ihr? Das sagt Allah, das meint Allah damit. Somit wurde das Kind von beiden mit der Erlaubnis Allahs gezeugt. Aus diesem Grund sagt Allah, ausgehend zwischen dem Rückgrat und den Rippen. Das bedeutet, das Rückgrat oder die Lenden des Mannes und die Rippen der Frau, was sich auf ihre Brust bezieht. Shabib bin Bishr berichtete von Ikrama, der von Ibn Abbas überlieferte, dass er sagte, ausgehend zwischen dem Rückgrat und der Rippen. Das Rückgrat des Mannes und die Rippen der Frau. Es ist die Flüssigkeit, die ist gelb von feiner Textur. Das Kind wird nur aus beiden geboren. Das heißt, ihre sexuellen Flüssigkeiten. Keine Eibefruchtung. Allah ist das unwissendste Wesen, was gibt, Mann. Das ist eine Katastrophe. Das müssten wir eigentlich in jede Schule reintun. Damit die Muslime aufwachen und nicht aufhören zu morden wegen dieser Religion. Der Islam ist eine Katastrophe, Leute. Ihr fährt zur Hölle, wenn ihr mit dem Islam in den Tod geht. Willst du mir wieder Kopfschmerzen machen? Boah, du machst dir selbst Kopfschmerzen. Tut mir leid. Ja, wenn ich auf Ignoranz treffe, dann verrate ich das. Nein, du bist selbst ignorant. Das ist das Problem. Du kannst, ich bin ignorant. Du kannst, ja, du nimmst die andere, du nimmst die Meinung von anderen nicht an. Das ist das Problem. Du denkst, weil die 200 Christen, die dir zuschauen, ein paar Smileys posten, wenn du irgendwas sagst, denkst du hast recht. Das ist dein Problem. Du bist kaputt im Kopf. Hör doch mal zu. Wie entsteht ein Baby? Wie entsteht ein Kind? Schüttel nicht den Kopf, antworte. Okay, Themawechsel. Ich will dir keine Kopfschmerzen machen. Du bist zu dumm, um das zu verstehen. Ich habe eine Frage über den Bibel. Warum? Habt ihr das gehört? Ich bin so dumm, das zu verstehen, obwohl ich gerade seinen Propheten vorgelesen habe. Warum erlaubt, das heißt, warum erlaubt Jesus Babys zu töten? Das verstehe ich nicht. Siehst du, jetzt weicht er wieder aus und mit Babys Dr. Amir. Dr. Amir, ich verstehe das nicht. Warum erlaubt Jesus Babys zu töten, wenn er doch Gott ist? Welcher Gott würde sowas machen? Du kannst dich einmal richtig antworten. Da steht in der Bibel drin. Das ist kein Hobbys. Mein lieber Animal, du hast doch gerade zu mir gesagt, was ist das für ein Gott, der sowas macht, richtig? Also, du gibst gerade zu, dass dein Gott das erlaubt hat. Also, dass Jesus das erlaubt hat. Der Friede und die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch allen, ihr Lieben. Ihr wisst ja, ich wurde ja gerade eben auf dem anderen Account, auf dem Nebenaccount auch wieder gesperrt. Und deswegen poste ich hier auch nochmal ein Video, damit die Leute darauf aufmerksam werden. Wenn es jemanden gibt, der einen großen Account hat und den nicht mehr braucht, der kann mir den gerne zur Verfügung stellen, dass ich wieder live gehen kann. Ansonsten werde ich mir einen neuen Account erstellen und dann werde ich das hier posten, damit ihr mir auf dem dritten, neuen Kanal dann folgen könnt. Ja, wir leben in absolut kranken Zeiten, ihr Lieben. Wie die mich versuchen aufzuhalten und zu melden. Ne? Absolut geisteskrank. Da seht ihr mal, was für eine Detonation das Ganze auslöst. Ne?
weil viele Muslime aus dem Islam austreten, eine Entscheidung für Jesus Christus treffen und erkannt haben, dass der Islam einfach nur ein Schwindel ist. Ja, lasst uns weiter die gute Arbeit vollbringen und die Finsternis aufdecken. Amen. Gott segne euch, ihr Lieben.